Hallo Freunde und willkommen zu einer neuen Aufnahme. Let's play The Walking Dead, wollte ich schon sagen. Don't Starve, meinte ich natürlich. Ja. So, es geht hier direkt los. Jetzt muss ich natürlich erstmal wieder reinfinden, wie das hier so war. Mhm. Denn ich bin ja ein paar Tage verschütt gewesen. Was ist das denn für ein Vieh? Genau, ich wollte. Rainometer. Ah, das ist neu. Shadow Manipulator. Gunpowder. Oha, da sind aber viele Sachen dazu gekommen. Ja? Ja. Ja, ich habe noch nicht durchgelesen, was da genau jetzt dazu gekommen ist. Ja, ich habe gerade nur bei den Science-Dingern geguckt. Da ist schon. Sind schon einige Sachen. Drying Rack. Bretter und Gold. Hatte ich nicht irgendwo noch Gold? Ich hab kein. Doch, Chester ist doch immer drin, ne? Ein Gold. Okay, das ist ein bisschen wenig. Na gut. Da waren diese Tümpeldinger. Muss man natürlich erstmal wieder reinkommen. Das ist ein bisschen schwierig gerade. Aber gut. Werden wir schon irgendwie hinkriegen, ne? Na klar. Ich hoffe, das ist noch nicht alle gesehen, weil ich bin gleich los. Oh, ich sehe gerade, ich habe gar keine Leben. Entschuldige. Eventuell ein Zinkteil. Kein Leben? Nee. Nur 11. Gehirn ist runter auf 3 und 9. Ey, lass meine Truhe in Ruhe, ihr Schweine. Scheiße, habe ich gar nicht drauf geachtet, dass ich gar keine HPs mehr habe. Ja, wie komme ich denn jetzt an Lebenspunkte ran? Muss ich jetzt auf jeden Fall erstmal was suchen, ne? Das sollte ich machen. Ich würde ja gerne hier an diesen Tümpeln angeln, aber die sind zugefroren. Ich muss mal gucken, dass ich diese Sinkteile hier finde. Ich habe nur noch 2 Lebenspunkte. Ich bin tot. Echt? Nee, ich verarsche dich. Hallo, was ist das hier? Warum bin ich jetzt schon wieder tot? Irgendwie will ich nicht in die dritte Welt. Naja, jetzt habe ich wenigstens, kann ich nochmal starten und nochmal richtig schön von vorne anfangen. Ich bin irgendwie gerade sowieso nicht mehr so wirklich reingekommen. Ich glaube, ich weiß, warum ich gestorben bin. Warum? Wegen dem Winter, weil mir so kalt war. Oh. Weil die sagte, I am chilled to bone, also bis auf den Knochen erfroren oder sowas ungefähr. Mhm. Und dementsprechend kriegt man dann wahrscheinlich auch Schaden. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall direkt in so ein Wurmloch gegangen bin, wenn ich mich richtig erinnere. Okay. Aber ich glaube, da kannst du mir auch nicht mehr dazu sagen. Ne? Du hast dir die Dinger auch nicht angeguckt. Nee, also ich wollte eigentlich mir unsere Sachen da ansehen. Aber irgendwie bin ich nicht so dazu gekommen. Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, wie ich gespielt habe. Dann muss ich es halt ein bisschen anders probieren. Shadow Manipulator. Ja, habe ich ja gerade eben schon mal vorgelesen gehabt. Mhm.
Da sind einige neue Sachen dazugekommen. Nightmuffin, oh Gott, was braucht man denn dafür, ey? Krasse Kiste. Oh, da war auch viel drin. Lol, Nitre? Was ist denn Nitre? Ich hab gerade Nitre bekommen. Nitre? Ja. Ist das was für Nitro oder was? Nitre. Nitre. Ich jetzt wüsste, was das ist, ey. Tja. Müsste man jetzt mal wissen, ne? Nitre. Ich bin zwar nicht total schlecht in Englisch, aber das sagt mir jetzt gerade gar nichts. Nitre sagt mir gar nichts. Habe ich aus einem Stein bekommen. Oder vielleicht irgendwann so ein besonderer Stein? Nitre. Ich bin ja gerade am Grübeln, was ich damit anfangen könnte. Aber vielleicht gibt es ja irgendwelche Rezepte, wo man das braucht. Ich finde gerade nichts. Das ist natürlich alles so ein bisschen doof, ne? Ah, dann kannst du das auch mit so einem Holzboden machen oder so. Holzboden? Ich habe mir einen Holzboden gemacht. Einen Wooden Flooring. High Quality Laminate Floorboard. Kannst du dir so einen Holzboden machen? Ja, wofür? Keine Ahnung, hab hier auf jeden Fall erstmal wieder so ein bisschen Gehirn gegeben. Ja, wegen dem Forschen, ne? Ah, und hier gibt's auch noch einen Kleckerboard Flooring. Nicely Checkered Marble Tiles. Use an Alchemy Engine. Hm. Hatte das eigentlich. Ja, hatte es. Mentalität gekostet. Was ist denn dafür? Marble. Was ist denn Marble? Weißt du das? Marble? Ja. Nee. Jetzt gerade nicht so. Okay. Ich kenne Marvel Heroes, aber. Das ist von Pro7. Aber was Marvel jetzt direkt ist, kann ich dir nicht sagen. Habe ich keinen Schimmer. Hm. Aber du wolltest dir ja eigentlich die Videos angeguckt haben, ne? Mhm. Wegen dem Ratatouille. Ja. Was wollte ich eigentlich gemacht haben? Ja, komm, der ist Gott sei Dank wieder da. Ich bin noch mitten in der Dämmerung. Die ja hier zu 90% besteht. Naja, 50. Ich bin wieder in so einem riesengroßen Gebiet gestartet. Mhm. Aber ich finde hier schon wieder keine Sim-Teile. Das ist echt unglaublich. Scheiße, ich hatte eins, ne? Wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich ein Ding. Ja. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo das war. Das ist natürlich jetzt suboptimal. Kommst du denn immer jetzt in der gleichen Welt aus? Ja.
Hallo, was ist denn jetzt los? Wieso habe ich nur noch einen Frame? Ah. Kann ich dir nicht sagen. Also ich habe durchgängig 60. Das war irgendwie ganz komisch, ne? Der hatte mir 60 angezeigt. Ich konnte nichts machen, ich habe da gestanden. Und auf einmal zack, runter war eins. Aha. Müssen wir mal gucken, nicht, dass das wieder eine Verzögerung mit sich bringt. Oh ja. Wie mache ich das denn jetzt? Honey Poultice, heal your minor wounds. Das ist ja geil. Oh, Tag 10. Kamen da nicht hinterher diese Schweine? Keine Ahnung. Ist ja alles unterschiedlich, von den Welten jetzt auch abhängig schon. Kann ich dir nicht mehr sagen, tut mir leid. Boah, ich habe jetzt Schaden gekriegt von dieser Mine. Dann haben die das wohl jetzt auch mal gefixt. Make your mark up in the world. Sign. Okay, also ich baue mir jetzt erstmal die Science Machine hier hin. Hier war, glaube ich, ein ganz guter Platz. Die brauche ich ja sowieso. Du kannst jetzt sogar diese Two Straps selber bauen, sehe ich gerade. Two Straps? Mhm. Schnell. Ich muss gleich auf jeden Fall dieses Wintermeter da bauen. Damit ich hier nicht die ganze Zeit erfriere. Ja. Boah, ich habe nur noch 90. Das gibt's nicht. Gehirn. Ich bin auch 200. Das ist momentan nicht mein Problem. Aber das kommt auch wieder. Bin halt noch am überlegen, wie eine richtig gute Taktik ist, halt jetzt zu überleben, weil irgendwie wird das ja alles nicht einfacher. Hm. Boah, dieser Truthahn, der snackt mir die ganze Zeit die Sachen weg. Wie kriegt man den denn? Kann man den überhaupt ohne irgendwas anderes fangen? Wen denn? Den Truthahn? Ich lauf auch gerade bei einem hinterher, aber die sind so schnell. Kriegt man nicht, ne? Nee. Vielleicht gibt's ja einen, der schneller rennen kann oder so. Der ist dann einfacher, die zu jagen. Ja, also ich habe ja diesen dickeren hier, Willi oder Willem oder wie der heißt. Und der packt das irgendwie nicht so. Ich glaube, hier werde ich mich die Nacht mal niederlegen. Oder? Immer diese schwierigen Entscheidungen hier. So, ich versuche jetzt Kaninchen zu fangen. Um dadurch an die Nahrung ranzukommen. Ah. Hier so Kaninchenlöcher.